Herzlich willkommen bei Kult. Neues Wochenende, neuer Spieltag. Die Kultserie geht weiter. Wir haben heute ein ganz besonderes Spiel. Erster gegen vierter Platz, Grün-Weiß, Eimsbüttel. Wir hatten ein sehr heißes Hinspiel, da hat Chef Strobel, glaube ich, zweimal getroffen. Chef Strobel hat so geknipst. Ja. Niki ist heute Trainer. Was können wir von dir erwarten, Niki? Da brauche ich erstmal meine Trainerpause. Ja. Im Hinspiel habe ich auch schon um mein Leben gecoacht. Mhm. Und das mache ich heute wieder. Ja. Wir hoffen, dass Niki uns zum Sieg bringt. Eine Sache, die im letzten Vlog leider entstanden ist. Alex und ich sind beide gelb gesperrt. 5 gelbe Karten. Sag zu mir nicht Schnauze, ich sag das zu dir auch nicht. Wenn du normal redest, ja. Wenn du normal redest, habe ich dich verstanden, ja. Dafür sind wir heute ein bisschen am Spielfeldrand, versuchen nochmal ein paar neue Perspektiven für euch aufzunehmen. Die Tabelle seht ihr jetzt mal heute vor dem Video eingeblendet, dass ihr seht, wie knapp das bei uns hier in der Liga ist. Also das ist wirklich auf den letzten Spieltagen jetzt nochmal ganz, ganz eng. Wir sehen uns später bei den Interviews und viel Spaß beim Spiel. Ciao. So, hier mal ein kleiner Einblick hinter die Kulissen hier. Dank ihm laufen wir alle so gut ohne Training. Was machst du jetzt hier gerade? Weil lasse jetzt hauptsächlich ein bisschen Muskulatur auflockern, mit der Hoffnung, dass er heute mal seinen Rekord von 70 Minuten wieder bricht. Wie viel siehst du im Moment? Ich glaube, ich schaffe 46 Minuten. Danke für deine Arbeit, Goldi. Super. Drehen wir immer noch? Ja. Achso. Digga, das wird auf jeden Fall ein richtig heißes Game. Also man sieht schon, du kannst mal rüberfilmen. Die Jungs sind auf jeden Fall super, super, super griffig. Die waren, glaube ich, 2 Stunden vor Anpfiff schon hier und haben Platzbegehung und sowas gemacht. Also das ist schon heftig. So we are here with Nick, the English coach from Green White Eimsbüttel. What can we expect from you today? Hopefully a lot of good football. A lot of teams in this league just want to get the ball forwards at all costs. We want to better our players and make them play good football. Football that they're going to enjoy playing. Do you have like a certain tactic that we will see today? You know, if you've got the ball, if you're fitter, if you're better footballers, then you win games of football. I don't want to reveal too much, obviously, yeah. But simply staying in that game as well makes so much of a difference, especially at this level. You've seen how strong our defence is, you know, 25 goals this season. Yeah. Really pride ourselves on that as well. If we'd have scored a few more goals in our last games, we'd have been up there with you, to be honest. We are really excited and we see us after the game. All the best, mate. Good luck. Wir gehen rein mit der Aufstellung, Jungs. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Hinten im Turm mit Adler. Wow! Links hinten Lasse! Hinten der Verteidigung Marco! Rechts hinten, wo ist er? Malte! Absolutes Jubiläum mit seinem 50. SSV Harztag-Spiel auf der 6. Zusammen mit, heute mal auf der 6. Leon! Geht's weiter auf der 10 mit Lasse! Vorne in der Spitze Cello! Links außen heute mal wieder Hans! Und rechts außen Rico! 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 Kommt mal alle ran! Wir hypen uns schon wieder viel zu sehr. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Geisteskrank wichtiges Spiel heute. 4 Punkte weniger. Das kann am Ende die Meisterschaft entscheiden. Chef Strobel himself musste im Hinspiel 2 Tore knipsen, damit wir 2-1 gewinnen. Heute müssen wir es ohne ihn schaffen. Aber ich würde trotzdem sagen, wir halten Chef Strobel im Herzen. Und deswegen... Chef Strobel! Chef Strobel! Chef Strobel! Chef Strobel! Ihr kennt ihn wahrscheinlich für seine krassen Pässe aus dem Halbfeld. Dennis Tyson, du wirst heute verkabelt. Was können wir heute von dir erwarten? Ich denke mal, ich werde unterhaltsam sein, viel einwirken auf die Jungs. Ja. Und da werde ich mich mal live sehen, hautnah, wie ich auf dem Feld bin und nicht nur aus der Ferne. Ja. Herzlich willkommen. Debütant 1, Debütant 2 und Rico. Du bist auch dabei. Okay, Jungs, echt wichtiges Spiel. Niki hat das gerade ganz gut irgendwie zusammengefasst. Bisschen in lustiger Form, aber es ist echt wichtig. Lass uns hier Ernsthaftigkeit reinkriegen, von Anfang an Vollgas geben. Und wir haben echt die Möglichkeit, heute so ein bisschen Abstand und Polster zu schaffen, um dann im Saisonendsport richtig geile Aufstiegs- und Meisterschaftsfeiern zu feiern. 1, 2, 3. Niki! Wollen wir mal? Dennis, rechte Schulter, komm!
Gut, Hans! Lass erstmal laufen, Marco! Hans, zeig! Oh, sorry! Adler! Tut ein bisschen weh, aber sonst. Dann muss ich dazwischen. Adler, komm! Hey! Er kann gar nicht sein! Sei ruhig, der Elfer! Sei ruhig, du! Du machst richtig heiß, du machst dich hier! Jetzt ist schlimmer als wenn wir hinten liegen. Ist doch alles gut. Oder was? Ja, die sind eklig in den Zweikämpfen, die sind richtig griffig und so, die hauen da richtig schön rein. Ja, die machen das gut. Ja, die machen das defensiv echt stark. Aber wir haben Möglichkeiten, Jungs. Du musst nur aufpassen, dass wir hinten gut stehen, keinen fangen und wir machen einen, glaub mir. Aber geduldig werden. Jubin! Ja. Du machst Halbzeitansprache und dann gehen wir raus. Jubin! Ist eingeloggt, Jubin! Jubin ist eingeloggt! Jubin ist eingeloggt. Da müssen wir schon alle auch in den Kreis kommen. Okay, Kreis. Jubin braucht die 10 Sekunden zum Nachdenken. Also Leute, wir haben hier viel gehört. Ballstaffette über die Außen, lange Bälle in die Schnittstelle. Alles, was ich jemals gehört habe, dass wir spielen. Mach nichts taktisch, es macht nur Motivation. Ich würde tatsächlich einfach sagen, wir hauen die jetzt weg. Es steht hier 0-0. Also wir können da easy gleich noch ein Ding machen. 2-3 sehe ich auf jeden Fall. Und dann gehen wir mit einem 3-0 raus, oder? Was sagt ihr? Yeah!
Pass auf! Leon Hintermann, gut! Weiter links, Dennis, gut so. Alles gut. Schade, Leon. Ja! Kann ja nicht immer lang spielen. Yeah!
good game. A nice game for Crespesser, ne? Yes, yeah, absolutely. I used to fucking pay to watch you out on that, mate. It's good to nice, have a nice Easter, well done, bro. All the best. It was a tough tie, I would say. What an advert for Crespesser. It had a bit of a cup final atmosphere, you know, there was a good, what, 200-300 fans giving it everything. And our boys just worked so hard. Really, really proud of them. You know, we had a briefing on Thursday night, knowing Keck was missing, knowing your other lad was missing, and you weren't going to have that width necessarily. So we had to change tactically how we were going to defend against you. Yeah. First half, we panicked a little bit maybe, but then second half, when we got into the game, we added that width to our play a little bit more. We created a few more chances, and on another day, we could have stolen it. You know, yeah, but definitely. Very happy. I think it became really clear that this is the best defensive team in the whole league. Most games at this level, maybe not against a goalkeeper like Kevin Adler, but most games this season, you know, if you give yourself a solid platform, the goals will come. 50. Geburtstag bei Harztag. Sehr schwieriges 0-0. Ja, die Gegner waren bissig, ne? Die hatten richtig Bock. Hat super Spaß gemacht. Niveau war für Kreisklasse auch echt stark, finde ich. Wir hätten auf jeden Fall einen machen müssen schon. Aber im Endeffekt, das letzte Ding kurz vor Schluss, hätten wir auch 1-0 zurückliegen können. Also all in all ist okay. Wir haben Abstand noch gehalten, also alles gut. Adler, du hast uns heute mal wieder den Arsch gerettet. 0-0. Hätte auch anders ausgehen können, oder? Ja, aber in beide Richtungen, würde ich sagen. Ne? Also wir hatten zwei Halbzeit gute Chancen, leider nicht genutzt. Am Ende ist Grün-Weiß noch mal ein bisschen gekommen, aber letztendlich drittes Unentschieden zu Hause. Ist okay. Oft unser bester Mann, Adler. Danke dir für das Interview. Hartes Spiel, sehr griffige Gegner. Ist ja eigentlich genau dein Spiel, oder? Definitiv. Also ich glaube, wir mussten erstmal über die Zweikämpfe und die Härte uns gewöhnen, wie die heute reingegangen sind. Aber es war ja wieder ein Topspiel, Spitzenspiel. Keiner hat heute jemals so zusammengespielt, also ganz neu zusammengewürfelte Mannschaft. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir uns ja so eingegroovt haben. Und zweite Halbzeit waren wir, glaube ich, mehr am Drücker. Hätten uns eigentlich belohnen können, aber am Ende wurde es halt auch nochmal knapp, ne? Wenn die nochmal einen reinmachen. Aber ich glaube, am Ende kann man wieder sagen, gegen ja auch eine Mannschaft, die oben steht, einen Punkt zu haben. Tabelle bleibt so, wie sie ist. Also von daher kann man zufrieden sein. So, was für ein Spiel. 0-0. Die Tabelle seht ihr eingeblendet. Das war Wahnsinn. Nächste Woche 6.4. gegen Hansa Union. Das wird auch nochmal ein geiles Spiel. Wieder heim. Kommt gerne vorbei. Die Tickets könnt ihr wie immer in der Beschreibung kaufen. Und wir bedanken uns für den tollen Support. Kult macht immer weiter. Nächste Woche geht's weiter. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.